So, da meine Monatsrückblicke jetzt immer so ewig lang geworden sind, habe ich gedacht, mache ich jetzt einfach immer kalenderwochenmäßig diese Rückblicke und dann kann ich eben auch gleich immer das Gelesene reinpacken und eben auch das, was ich jetzt an neuen Zugängen habe. Und da packe ich dann auch die Blu-rays und DVDs oder eben Filme, die ich im Kino gesehen habe, die nehme ich dann auch gleich mit in diese Zusammenfassung. Ja, das ist jetzt die Zusammenfassung von der Kalenderwoche 10. Und da fange ich jetzt mal an mit den Sachen, die ich gelesen habe. Da fing die Woche an mit Meto. Das ist von Yves Grivet. Und das ist der dritte Teil, Die Welt. Die Trilogie, also viel dazu sagen werde ich jetzt nicht, weil es wie gesagt der dritte Teil ist. Die Trilogie ist einzigartig, finde ich. Es ist so eine Mischung aus Dystopie, ganz klein wenig Fantasy und ja, sehr düster geschrieben. Eigentlich eher so für Jungs geschrieben, aber ich finde, also Erwachsene können da auch sehr viel noch rausnehmen aus der Serie. Und man müsste einfach mal in den Buchladen gehen und mal reinlesen, ob einem dieser Schreibstil liegt. Denn der ist so fast so ein bisschen militärisch, so kurze Sätze, zackig. Ja, und trotzdem schafft der Autor es aber da Emotionen mit rüberzubringen und dass man sich an die Charaktere bindet. Also ich fand die Reihe ganz toll. Ist auch schön aufgemacht. Man hat immer diesen schwarzen Buchschnitt und die Bücher sind alle ungefähr im gleichen Stil, dass sie sich auch im Regal gut machen. Die ersten beiden Bände sind relativ dünn. Der ist jetzt hier ein kleines bisschen dicker gewesen. Also es lässt sich auch sehr schnell lesen. Und ja, drinnen sind nochmal, ist nochmal eine Karte von der Insel, auf der sich das hauptsächlich abspielt, die ganze Geschichte. Und ich habe euch aber schon die ersten Teile auch mal vorgestellt in Videos oder eben guckt mal auf meinem Blog vorbei. Da könnt ihr euch dann auch die Rezi nochmal angucken zum ersten Band. Also ich kann das wirklich total empfehlen und das ist ein ganz toller Abschluss auch der Trilogie. Also da bleiben keine Fragen offen und es wird wirklich alles aufgelöst. So, das Buch hat von mir 5+ von 5 Sternen bekommen. So, danach kam ein Hörbuch, und zwar von Anne Herz, Trostpflaster. Das hat von mir 5 Sterne bekommen von 5, war sehr unterhaltsam. Hier geht es um eine junge Frau, die heißt Julia Lilienthal, und die ist mit einem Mann zusammen, Paul, und eigentlich ist ihr größter Wunsch, dass sie bald heiraten beide, und sie plant das eben alles schon und stellt sich das ganz märchenhaft vor. Der Paul ist so ein bisschen, ja, so ein eher reservierter, aber es ist trotzdem eine schöne Liebesgeschichte eigentlich. Und sie wird jetzt aber, verliert ihren Job in Hamburg und muss sich jetzt was Neues suchen. Und da kommt jemand auf sie zu, nämlich der Simon Hecker, der leider auch etwas mit ihrem Rauswurf in ihrem alten Job zu tun hatte. Und der bietet ihr nun aber an, mit ihm gemeinsam eben eine Agentur aufzumachen. Diese Agentur soll Trostpflaster eben heißen. Da geht es darum, die bieten halt Leuten ihre Hilfe an beim Schlussmachen. Ja, und nun steht Julia eben vor der Frage, ja, soll ich da jetzt einsteigen? Sie bräuchte ja den Job und naja, vielleicht könnte man ja aus der Idee was machen, aber andererseits sagt sie sich auch, ja, Schluss machen für andere Leute und hinterfragt das eben auch moralisch, ob das was für sie ist. Ja. Und wie sie sich dann entscheidet und wie alles weitergeht, das müsst ihr euch selber angucken. Also ich fand es eine sehr unterhaltsame Frauenliteratur. Und ja, die Hörbuchsprecherin ist auch gut. Das ist die Katrin Fröhlich. Und die hat das sehr gut vorgelesen. Also man kann die Stimmen sehr gut auseinanderhalten. Und ja, hat mir super gut gefallen. Kann ich euch auch empfehlen. So, danach kam Dein Tag ist meine Nacht. Das kann ich euch leider jetzt hier nicht in die Kamera halten. Ich kann euch ja mal ein Bild einblenden. Das Buch habe ich nämlich schon mal weiterverliehen an meine Mutter, die auch gerne so Frauenliteratur liest. Das Buch hat mir ja gut gefallen, hat 3,6 von 5 Sternen von mir bekommen, denn ja, es hat sich an manchen Stellen ein bisschen zu sehr hingezogen für mich.
Aber ansonsten war es eben, naja, sowas zum Zwischendurchlesen. Inhaltlich geht es dort um Jessica. Jessica wird eines Tages von Blitz getroffen. Und als sie wieder aufwacht, ist sie auf einmal in einem anderen Körper, nämlich von Lauren. Und Lauren ist eine Mutter von 4 Kindern. Und die Jessica ist eigentlich Single und ist eigentlich auch relativ glücklich damit, konnte sich auch nicht vorstellen, Kinder zu haben und hatte gerade erst einen neuen Mann kennengelernt, mit dem sie gerne sich ein bisschen öfter getroffen hätte. Ja, nun sitzt sie aber in dem Körper von der Lauren und ist nun konfrontiert mit ihren 4 Kindern und mit ihrem Ehemann, der sich ein bisschen merkwürdig verhält. Und als sie dann aber wieder als Lauren schlafen geht, merkt sie, dass sie genau in dem Moment, wo sie als Lauren einschläft, in ihrem eigenen Leben, in dem von Jessica, also wieder aufwacht. Ja, und in dem Buch geht es eben darum, wie sie diese beiden Leben verbinden kann. Sie will ja schließlich diesen jungen Mann, den sie da kennengelernt hat, den Dan, den möchte sie auch ein bisschen näher kennenlernen als Jessica, was natürlich auch schwierig ist, denn sie muss ja immer ihre Zeiten, wann sie schlafen geht, abstimmen damit sie dann eben als Lauren nicht zu spät aufwacht. Und in Laurens Leben muss sie halt eben gucken, was ist jetzt hier eigentlich mit dem Mann los? Wie kann sie dieses Leben überhaupt führen? Denn für sie sind das ja alles Fremde. Und ja, das wird eben in dem ganzen Buch beschrieben. Ja, das Ende war ja voraussehbar, würde ich jetzt mal nicht sagen. Also es hätte auf andere Arten auch enden können, aber es war eben ein gutes Ende. Ich konnte mich mit abfinden und ja, es war halt unterhaltsam. So, und das letzte Buch, was ich in der Woche gelesen habe, war Rosendorn von Jenna Black. Das ist der erste Teil eigentlich auch einer Reihe. Im Englischen sind 3 Bücher mittlerweile raus und der Pan Verlag hat sich ja jetzt hier aufgelöst und ist jetzt Drömer Knauer hat das ja übernommen. Und so wie es aussieht, werden da wohl keine Bücher mehr übersetzt. Hundertprozentig wissen tue ich es nicht, aber es wurde ja auch die andere Reihe von Jenna Black eingestellt bei Knauer und deshalb fürchte ich mal, dass die hier auch eingestellt wurde. Hier geht es um Dana. Dana lebt mit ihrer Mutter zusammen und die Mutter ist Alkoholikerin. Sie selber weiß, dass ihr Vater eine Fee ist und in Avalon lebt. Avalon ist eine Stadt in London, die so den Übergang zwischen der Feenwelt und der Menschenwelt bildet. Und ihre Mutter hat sie eben immer vor dem Vater gewarnt und sie ist ganz oft mit ihr umgezogen, deshalb hat sie nie richtig Freunde finden können und ja, das belastet sie und sie muss eben auch so erwachsen schon sein, weil die Mutter halt durch ihren Alkoholismus eben sich um nichts richtig kümmern kann. Und eines Tages hat sie das eben satt, da hat ihre Mutter so wieder so blamiert, dass sie sich sagt, nee, ich will das jetzt nicht, ich will jetzt meinen Vater kennenlernen und sehen, ob das wirklich so schlimm für mich gewesen wäre, wenn ich bei ihm wohnen würde. Und dann macht sie sich auf den Weg nach Avalon, um den Vater kennenzulernen. Ja. Aber als sie dann in Avalon ankommt, merkt sie eben, dass diese Feenwelt doch nicht ganz so, so schön ist, wie sie sich das gedacht hat. Ihr Vater ist ein hoher Politiker in dieser Feenwelt. Oder in der Welt von Avalon, besser gesagt. In der Feenwelt direkt ist es ja nicht. Und, ja. Und sie wird dann nachher so ein bisschen wie ein Spielball, zumindest, für manche Leute. Und wie sie damit umgeht, das solltet ihr dann selber lesen. Eine Liebesgeschichte gibt es hier natürlich auch wieder drinne. Und die spielt allerdings, fand ich jetzt eher so, ja, sie ist so, schon immer prominent. Und ja, es wird auch relativ, ja, eigentlich nicht so jugendbuchtypisch damit umgegangen. Denn es gibt sehr viele sexuelle Anspielungen, aber an sich kommt es da überhaupt nicht zu irgendeinem welchen großartigen Sachen in dem Buch, aber es wird eben immer wieder angespielt und ich denke mal, es liegt eben daran, dass die Autorin vorher nur Erwachsenenromane geschrieben hat. Also die Liebesgeschichte spielt halt eine Rolle, ist auch eigentlich ständig Thema, aber irgendwie ist sie nicht irgendwie sehr tief oder irgendwas. Es ist wirklich, es spielt sehr viel eher diese ganze Feensache, die Einführung in die verschiedenen Charaktere, in die verschiedenen Länder, die es gibt, eine Einführung eben in die, ja, die politischen Machenschaften von Avalon vor allen Dingen und auch eben Faerie. Es ist, also man merkt eben, dass es wirklich ein erster Teil einer Reihe sein soll. Der hat mich sehr angesprochen in der Hinsicht, dass ich es weiterlesen möchte. Es hat von mir 3,6 von 5 Sternen bekommen, weil
Ja, das ist so, die emotionale Tiefe, die hat mir eben wirklich gefehlt. Vor allen Dingen am Anfang, das Ende, das war dann okay. Da konnte ich mit leben, da hatte ich mich dann auch ein bisschen an die Charaktere gebunden. Aber ansonsten, am Anfang war es ein bisschen schwierig, weil die doch alle etwas oberflächlich gezeichnet waren. Ja, aber ich werde es auf jeden Fall weiterlesen. Ich werde mir dann die englischen Bände bestellen. Und ja, aufgemacht kann man nochmal zeigen, dass immer jedes Kapitel hier mit diesen Blütenblättern. Und fand ich eben ganz schön aufgemacht. So, dann zeige ich euch noch schnell meine Neuzugänge. Und zwar habe ich mir zwei Teile von Christina Kuhn als Hörbuch bestellt bei Rebuy. Das ist der Sturm. Das habe ich euch auch schon mal in einem Video vorgestellt. Und wie gesagt, auf dem Blog findet ihr auch meine Rezi dazu. Ich höre mir gerne auch nochmal Bücher, die ich sowieso schon als Buch gelesen habe, auch nochmal als Hörbuch an. Das hat jetzt 3,49 € gekostet. Und das, was das hier jetzt, das ist die Katastrophe. Das ist der zweite Teil. Und das hat 5,29 € gekostet. So. Ich habe da schon mal reingehört und die Sprecherin ist hier diesmal Franziska Pigula und die hat eine sehr angenehme Stimme zum Vorlesen. So, dann habe ich mir ein kleines dünnes Heft, nämlich Longdrinks, gekauft von Ernst Lechtaler und das hat nur 89 Cent gekostet. Aber wenn man so nette Mädelsabend hat, finde ich immer ganz schön, sind ein paar Ideen drin, was man so an Longdrinks machen kann. So, dann kam. Dieser Graphic Novel, die hatte ich schon ganz oft mal gesehen, vor allen Dingen auch hier auf YouTube wurde das schon öfter mal in die Kamera gehalten. Und das hat jetzt 9,29 € bei Rebuy gekostet und da musste ich zugreifen, weil die Zeichnungen sind einfach wunderbar. Und ebenfalls bei Rebuy habe ich noch Taking a Shot von Jessica Burton mir gekauft. Da habe ich mal eine Rezension zugelesen, dass es ganz gut geschrieben sein soll. Und ich lese zurzeit eben auch gerne wieder Englisch. Und das gab es für 2,29 €. Und da habe ich gedacht, kann ich es eben nicht mit falsch machen. Jetzt kommen noch mal kommen noch DVDs und jetzt kommen noch Blu-rays. Und zwar einmal Ich bin Nummer 4. Den Film habe ich damals im Kino gesehen und fand ihn ganz gut. Das hat mich jetzt 6,29 € gekostet bei Rebuy. Ist so Fantasy. Ah, ich denke, das werden viele von euch kennen. Dann habe ich bei Rebuy die dritte Staffel von Vampire Diaries mir geholt. Die ersten beiden Staffeln hatte ich von einer Freundin gesehen und fand die super. Und ja, ich finde, die Reihe, die steigert sich hier mit jeder Staffel immer weiter. Super interessant, geht um Vampire, aber ich denke, da brauche ich euch auch nichts weiter zu sagen. Das Ganze habe ich für 27,69 € gekauft bei Rebuy. Ja. Und das Letzte, was ich euch zeigen kann, ist die größten Naturereignisse. Das ist ein in der Steelbook, deshalb weiß ich nicht, wie sehr man jetzt hier das sehen kann. Ja, ich mag so Naturdokumentationen und die gab es, ja, habe ich mir jetzt gar nicht aufgeschrieben, das war jetzt nicht teuer, 12 oder 13 € war es im Angebot bei Amazon und da habe ich den zugeschlagen. Ja, da kann ich euch aber noch nichts zu sagen, weil ich habe es noch nicht gesehen. Das war meine Kalenderwoche 10.